Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 3.0 und zwar die Community-Inhalte. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute nämlich den Victor, Juli die Katze, außerdem noch eine normale Juli und auch noch den Niklas. Wir haben jetzt mittlerweile 9 Toyboxen schon gespielt, was ich eine ziemlich hohe Zahl finde. Ich hatte eigentlich nur vorgehabt 10 zu spielen, ich glaube ich spiele aber 11. Ich habe mir nämlich zwei Toyboxen, die ich auf jeden Fall noch spielen möchte. Ich werde jetzt mich nicht mehr in die beliebtesten Reihenfolge halten, aber die sind auch noch ziemlich beliebt. Die beiden, die ich noch spielen möchte, die beiden Toyboxen, sie haben beide einen Star Wars Bezug, deswegen dachte ich, ist das vielleicht für euch auch am interessantesten. Das erste von denen wird sein, da muss ich hier den Charakter gerade nochmal wechseln, Ahsoka's Concordian Caper, was auch immer. Das werden wir jetzt als erstes spielen, ein Level, wo man nur Ahsoka spielen kann, eine Mission nur für Ahsoka, wo sie vom Jedi-Rat ausgesandt wird, um das Verschwinden von Senator Stonk, wer auch immer das ist, zu untersuchen, und er ist auf irgendeinem mandalorianischen Mond gelandet. Genau, und da landen wir jetzt auch gleich hier mit Ahsoka. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, das letzte Level, oder das letzte, die letzte Toybox, die ich hier noch spielen möchte, hier ist ein Level mit Ezra, also mit dem Typen aus Star Wars Rebels. Für den gibt es nämlich auch noch ein Level und da klang die Beschreibung auch noch ganz cool, deswegen schauen wir mal. Wenn das Level jetzt extrem kurz sein sollte, was ich nicht glaube, aber falls das hier extrem kurz sein sollte, dann mache ich vielleicht noch mehr Level danach. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal nur die beiden noch. Schauen wir mal, wie wir Spaß haben dran. Bis jetzt sind die Level immer ganz cool. Ich glaube, diese Musik hier ganz am Anfang, die hier ist, während es aufgebaut wird, das ist nicht von denen bestimmt, die das Level gebaut haben. Ich glaube, die Musik, die jetzt gleich kommt, ist erst von denen bestimmt, die das Level gebaut haben. Genau, die hier, die passt auch besser zum Level dazu. Zu einer anderen Spielerverwendung möchte ich Besitzteilen, was auch immer. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Ich bin bereit, loszulegen. Padawan Ahsoka wurde ausgesandt vom Jedi-Rat, um das Verschwinden, um das Verschwinden von Senator Stonk auf dem Mond Concordia zu untersuchen. Der andere Charakter, weil er gerade stand, Ahsoka gehört nicht mehr. Wahrscheinlich ist, weil er Len 16 damals noch mitgespielt hat und dann wurde es wahrscheinlich irgendwie auf seinem Account mitgespeichert oder so. Wir teilen uns einfach mal. So. Jedi Ahsoka, deine Ankunft ist sehr willkommen. Würdest du mir bitte folgen in das Hauptgebäude hier? Kamera ganz blöd gerade. Ja, wir folgen dir gerne zum Hauptgebäude. Und jetzt habe ich gerade eben hier auch nochmal geschnitten, damit wir jetzt auch richtige Kameraperspektive haben. Ahsoka fragt gerade, warum die Stadt hier eigentlich so leer ist. Und die Wache hier sagt, dass die öfters mal zu Hause bleiben in letzter Zeit. Das kommt uns irgendwie komisch vor. Warum denkt die Wache, dass es so ist? Die Wache sagt, sie sollte es nicht sagen. Naja, sie will es irgendwie nicht sagen. Naja, schauen wir mal, was hier zu sagen gibt. Also irgendwas scheint hier nicht richtig zu sein auf diesem Mond hier. Auf Concordia. Schauen wir mal, reden wir mal hier mit der Anführer, mit dem Anführer. Mit dem Gouverneur besser gesagt. Sie freut sich auf jeden Fall. Er freut sich auf jeden Fall, dass wir hier sind und fragt natürlich, was wir hier überhaupt machen. Und wir sagen, dass wir hier Gerüchte gehört haben, dass Senator Stonk verschwunden ist. Und hier wurde er eben zuletzt gesehen, hier auf Concordia. Und der Gouverneur sagt, wirklich? Er sagt auf jeden Fall, es wäre nicht gut für ihn. Es wäre der Tod für seine Leute, wenn er unter seiner Aufsicht hier verschwindet. Also verschwunden wäre der Typ. Sie wurden gut bewertet und so weiter. Also sie wurden beauftragt, ihren Ruf zu verbessern. So ein Skandal wäre eine große Gefahr für ihn. Deswegen, vielleicht hat Andrea vielleicht irgendwas aufgedeckt oder so, was er nicht haben wollte. Also er hat auf jeden Fall nichts gehört. Unsere Reise ist möglicherweise vergeblich gewesen. Aber wenn wir schon hier sind, können wir natürlich mit den Bürgern reden. Er meint auch, dass die Leute sich hier alle sicherer fühlen würden, wenn wir schon hier sind. Okay. Wir sagen euch auf jeden Fall danke für seine Gastfreundschaft. Und sehen auch, dass er immer so ein paar Worte irgendwie komisch betont. So als würde er uns etwas mitteilen wollen, aber könnte es uns möglicherweise nicht mitteilen, weil irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer. Vielleicht, weil die Leute ihm zuhören, die besser nicht zuhören sollten oder so. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen rumlaufen und mit den Leuten sprechen. Er scheint ja nicht so die große Hilfe zu sein. Dann schauen wir mal, was uns die Leute erzählen können. Irgendwas ist ja auf jeden Fall sehr mysteriös. Irgendwas müssen wir hier aufdecken mit
Ahsoka. Die Wache war ja auch schon so ein bisschen komisch. Na, ich bin mal gespannt, ob wir hier Leute finden. Da ist auf jeden Fall was grün markiertes. Ist auch nett hier so ein kleines Flüsschen mittendurch. Und die schöne Star Wars Musik natürlich auch. Und da ist doch jemand in dem etwas leeren Haus, der mit uns reden möchte. Der möchte irgendwas zu uns fragen. Und jetzt sagt er uns, dass wir ja nicht so laut, reden dürfen. Sie könnten uns hören. Und so weiter. Und dann fragen wir natürlich, wer könnte uns hören? Und dann sagt er, dass... Okay, dass sie irgendwie die Stadt hier eingenommen haben oder belagern eigentlich eher uns schon seit Tagen und ihre Familien bedrohen. Und sie kamen hierher mit einem Kopfgeldjäger. Die Death Watch ist zurückgekehrt. Okay, das sagt er jetzt leise, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, als hätte er das gerade geflüstert. Naja, ist auch noch ein anderer Typ hier vor uns angekommen und der hat auch Fragen gestellt. Und ja, den haben sie irgendwie in der Nähe von diesem großen Gebäude, wo wir gerade eben drin waren, ruhig gestellt. Naja, er hat aber, also der Typ, mit dem wir da geredet hat, einen Schlüssel sich geholt. Und, aber er war, hat sich nicht getraut, die da gefangen genommen wurde, selbst zu retten. Von daher sollen wir ihr jetzt helfen und sie alle retten. Sowas in der Art. Ah ja, das erklärt auf jeden Fall viele unserer Fragen, sagt jetzt Ahsoka auch, ist ja logisch. Und wir danken ihm natürlich, dass er dieses Risiko auch eingegangen ist, was er gemacht hat, um diesen Schlüssel eben zu sichern. Und wir tun natürlich, was wir können, um hier irgendwie zu helfen. So, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Schlüssel anfangen können. Wo wir hier was aufschließen können, hier nicht. Und da kommen auch schon die ersten Gegner. Da ist die Death Watch auch schon vor Ort. Na komm, ihr mistigen Kerle. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Na komm, holen wir sie her. Ach, ist die hat den Wegschleuderangriff. Das ist gar nicht so praktisch bei Flugcharakteren, weil man sie dann nur noch weiter weghaut. Aber wir haben ja auch noch Fernkampfangriff. Wir können ja unser Lichtschwert schmeißen. Dann können wir sie vom Himmel holen. Ja, kommst du her. Natürlich hier schnell kämpfen. Ah, sie hält sich immer fest hier. Wir müssen natürlich schnell kämpfen. Wenn wir schon schnelle Jedi sind. Na, mit Ahsoka macht es echt Spaß zu spielen eigentlich. Wird schon im Spiel hier auf jeden Fall zu meinen Lieblingscharakteren. So, ach, unser Schade. Ich dachte, unsere Attacke wäre schon wieder aufgeladen. Deswegen wollte ich hier gerade voll reinhauen, aber. Na, hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Den werden wir auch los, aber es gibt leider noch mehr von diesen Kopfgeldjägern hier. Na komm, die Death Watch. Diese Halunken. Die haben es nicht besser verdient. Na, nicht abhauen, Mensch, du Deathwatch-Dämling. Ist auch ein neues Wort, glaube ich, Dämling. Und... So. So geht das. Er lebt aber immer noch, glaube ich. Ja, er zittert zumindest noch ein bisschen. Hat der arme Mann einen elektrischen Anfall, dann würde ich ihn eigentlich nicht schlagen. Nee, ich glaube, der ist immer noch genauso böse wie vorher. So. Also, wo müssen wir hin? Wo? Ah, da drüben sind schon markiert. Da drüben können wir. Ich muss mal angewöhnen, ein bisschen normal zu laufen. Das ist ein bisschen auffällig, wie ich hier laufe. Hier müssen wir hingehen. Denn hier können wir aufschließen und können befreien. Ah, da. Kommt mir bekannt vor. Ja, Padme kommt mir auch sehr bekannt vor. Und Padme sagt, Ahsoka, Gott sei Dank bist du hier. Naja, wie wir wissen, ist die Death Watch hier mit der Belagerung von Concordia beschäftigt. Oder Besetzung, besser gesagt. Occupierte Besetzung. Und Ahsoka fragt natürlich, wir fragen natürlich Padme, was sie da überhaupt tut. Und Padme sagt, wir sollen es auf jeden Fall nicht Anakin sagen. Aber sie hat ihren Senator Stonk, ihren Freund, also nicht Boyfriend, sondern nur Freund. Freund, Senator Stonk, wollte sie suchen. Und ja, wie auch immer. Und sie ist einem Signal gefolgt, das die Senator hat. Wirklich? Und, ich weiß Besseres mit meiner Zeit an. Naja, Ahsoka fragt natürlich, warum die Jedi davon nicht gewusst haben. Und ja, Padme sagt natürlich, weil es geheim sein sollte. Und deswegen haben die sie gefangen haben, auch nichts davon gewusst. Und wir sollen diesen Tracker hier nehmen. Und damit können wir ihn finden wahrscheinlich. Sehen, und sie werden von Boba Fett höchstpersönlich angeführt hier. He's grown up to follow his father's foot. Okay, also er ist erwachsen geworden. Und, also Boba Fett ist erwachsen geworden und folgt jetzt den Kopfgeldjäger-Spuren seines Vaters. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, besser gesagt. Und bevor der Kopfgeldjäger und so weiter Padme gefangen genommen haben, hat sie gehört, dass ihre unter diesem Gebäude, in dem wir gerade drin waren, dass da die Basis von denen versteckt ist. Und wir sollen sie natürlich aufhalten.
So, R2 und sie werden in der Zwischenzeit nach Coruscant zurückkehren und den Senat informieren und sie wünscht uns viel Glück. So, und jetzt seht ihr da oben auch schon das Tracking-Device, also dieses Gerät, mit dem uns angezeigt wird, wo wir hin müssen, also wo sich der Senator wahrscheinlich auch aufhält. Schauen wir mal, ob wir hier hinten irgendwie rumkommen, vielleicht durch den Wasserfall durch. Ja, durch den Wasserfall müssen wir nicht durch. Vielleicht ist hier hinten der geheime Eingang oder so. Ja, hier sieht es doch so aus, als könnten wir rein ins Gebäude. Hier hinten ist doch bestimmt die Basis von den Halunken. Ja, irgendwo hier muss der Senator sein. Oder zumindest das, wo das Signal endet. Und da sind auch schon die Deathwatch-Soldaten. Und sie nennen uns einen Jüngling. Frechheit. Wir dachten, dass wir das Ding nicht finden würden. Aber wir sind zu spät. Der Senator ist schon ganz woanders hingebracht worden. Das ist schlecht. Dann werden wir euch aber trotzdem erstmal besiegen. Au! Okay, die Raketen sind nervig. Mal ein bisschen mehr Lichtschwerter werfen, wenn wir schon welche haben. Ja. Ey, wie ist der nicht runtergefallen? Eigentlich hätte er durch unseren Lichtschwertangriff vom Himmel fallen sollen. Ah, diese blöden Flugkerle. Gut ist, dass wir sie, wenn wir sie irgendwo dagegen schleudern, mit unserem Machtangriff, dann sind wir sie trotzdem kurzzeitig los. Nein, jetzt. So. Hat sogar einen schönen Schatten gehabt, gerade eben. Haben wir im Sonnenlicht gesehen und da war es nur noch einer. Mit dem werden wir natürlich auch fertig. Das Gute ist ja, wenn Schüsse auf uns gehen von vorne, die Fähigkeit haben wir schon verbessert. Kommst du wieder raus da oben? Wenn da Schüsse auf uns gehen, dann hat es den... Okay, dann hat es den Vorteil, dass wir die automatisch jetzt mittlerweile blocken, wenn sie von vorne kommen. Das waren doch schon alle, oder? Ah ne, da hängt ja immer noch der eine oben. Ah, er kommt wieder runtergefallen, das ist gut. Er tut uns im wahrsten Sinne des Wortes einen Gefallen. So, sagt uns, wo ist Senator Stonk? Wo ist Boba Fett? Der Death Watch Soldier sagt nur noch, Urorak. Oh, er will es uns doch sagen. Dieser Abschaum von Boba Fett betrachtet uns. Betrachtet, übersetzt. Oh, Drachenmotion. Hat sie natürlich verraten. Und er bringt den Senator nach Felucia. Wo ist Felucia, fragen wir, auch wenn wir das eigentlich schon wissen. Sie fragt, was ist in Felucia, Entschuldigung. Ist unser Angestellter, wartet unser Angestellter da auf die Lieferung des Senators? Und sagt der Deathwatch-Soldier schon so leicht am Abnippeln. General Grievous ist da auch anscheinend. Also, das scheint hier interessant zu werden. Wenn General Grievous hier auch mit dabei ist. Naja, wir müssen auf jeden Fall zur Landing Area, dann können wir vielleicht noch Boba Fett dazwischen kommen, bevor er hier abhauen kann. Also nichts wie zur Landeplattform. Okay, wir haben komischerweise keine Zeitbegrenzung. Etwas seltsam, aber gut. Oh, sogar eine relativ spannende Story, die hier hinter noch verborgen ist. Einmal da hoch, einmal da rüber. Und da ist irgendwo Boba Fett. Wo ist Boba Fett? Da ist Boba Fett. Wir sagen natürlich, er soll den Senator freilassen. Und dann sagt er natürlich, warum kommen wir nicht und holen ihn? Ah, wow. Haben wir da richtig Schaden hier. Dann werfen wir gleich mal unser Lichtschwert, damit der Kerl hier nicht zu sehr abhebt. Der ist ja riesig. Warum ist der so groß? Aus dem Weg, dann ist alles gut. Lichtschwertwurf, den mag er nicht. Aua, okay. Ja, wir sollen vielleicht doch mehr. Wir können ihn noch versuchen wegzuhauen, aber den kann man auch nicht so leicht weghauen. Der hält echt viel aus und der ist so riesig. Der kann doch noch gar nicht so groß sein. Hallo? Der müsste noch ein Kind sein, eigentlich. Au. Na gut. Ich glaube, wir leben aber lang genug. Ja, kann uns eh nichts anhaben. Wir werden eh gleich wieder belebt. Das heißt, wir können hier so lange reinhauen, wie wir wollen. Damit er seine Raketen nicht so häufig macht. Ja, der hat ja auch noch die Attacke, theoretisch. Wir können auch mal die Attacke probieren. Die war ja auch immer ganz cool. Aber ich befürchte, wir können ihn nicht hochbauen. Oder? Nee, es geht nicht. Aber wir können ihn von... doch, so können wir ihn, glaube ich, ganz gut besiegen. Also machen wir ordentlich Schaden. So, und gleich noch von oben runter die Attacke. Jawoll. Und Boba Fett ist besiegt. Da läuft er noch weg. Naja, versuch ruhig zu fliehen, Boba. Oh nein, er kommt noch zu Slave One. Er schafft es. Oh Gott, müssen wir jetzt auch noch gegen Slave One kämpfen? Nee, er ist weg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch nach Felucia kommen. Das wäre natürlich cool. Er ist entkommen. Wir müssen unseren Meister kontaktieren. Dann machen wir das doch mal. Ahsoka, also Anakin, komm mal hier, komm mal rein.
Wir sind dabei, Boba Fett zu verfolgen und er hat Senator Stoke und bringt ihn zu General Grievous nach Felucia. Und Anakin sagt, dass er uns laut und deutlich hört. Also er nennt uns wie immer Snips, was natürlich nicht so ganz nett ist, aber das macht er halt. Und wir sollen in unser Schiff gehen und natürlich die Verfolgung aufnehmen. Und natürlich sollen wir möglichst versuchen, die Grievous aus dem Weg zu gehen, weil der ist ein bisschen gefährlich. Und Anakin sagt auch, er kommt dann uns so schnell er kann zur Hilfe. Und wir gehen natürlich so schnell wir können zu unserem Jedi-Jäger. Na dann, ab nach oben. Ups, nein, nicht runterhauen, den Jedi-Jäger. So, einmal einsteigen. Mal schauen, wo wir hinfliegen. Ich kann momentan noch nicht steuern. Ich glaube, wir fliegen direkt nach Felucia wahrscheinlich. Ich hoffe es mal. Das könnte natürlich auch cool werden. Wenn wir jetzt nochmal einen Abstecher nach Felucia machen. Das Level hier kann man auch nur spielen, wenn man Ahsoka hat. Aber die hat man ja eh, wenn man die Story Packs hier alle spielen wollte. Ne, die Playsets waren das ja hier. Hier wird gerade Felucia aufgebaut. Schaut schon ziemlich cool aus. Der erste Eindruck, ein bisschen mehr Grünzeug wäre allerdings schön. Felucia ist doch normalerweise alles grün und nicht so bräunlich. Ah, obwohl von hier unten. Von hier unten sieht es sogar ganz. Doch, von hier unten sieht es ganz ordentlich aus. Aber das war wohl ein bisschen zu viel für das Spiel, denn da ist es gerade einfach mal gecrashed. Schade, ich hätte eigentlich gerne noch weiter gesehen, diese Story hier. Ja, dann halt nicht. Na, nachdem das gerade eben jetzt so schief gegangen ist, was ich hier schade finde. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das Ganze nochmal zu spielen, weil ich befürchte, selbst wenn wir es nochmal spielen, dann ist die Chance natürlich auch wieder, dass es nochmal abstürzt. Von daher, aber es ist, Disney Infinity ist eigentlich relativ selten abgestürzt, glaube ich. Naja, das ist halt auch das Bild, dass man das Level dann komplett wieder von vorne anfangen müsste. Und da habe ich jetzt echt momentan nicht so Bock drauf. Deswegen machen wir noch ein Level. Ein Level möchte ich ja noch machen. Eins habe ich ja noch vor, und zwar, das habe ich ja schon angekündigt gehabt, mit Ezra, das ist eine Level. Dann werden wir zwar Kanan nicht mehr spielen, aber ich denke, das wird überstehen. Das ist hier direkt hier unten, das ist auch, dann haben wir auch so ziemlich alle Level bei den Favoriten gespielt gehabt, also bei den Top. Hier ist angeblich die Leistung möglicherweise beeinträchtigt. Naja, die Leistung war gerade eben auch schon beeinträchtigt durch den Absturz. Wir riskieren es trotzdem mal. Bewertet ist das hier auf jeden Fall ein ziemlich gutes Level. Hat auch 2000 Daumen nach oben hier bekommen. 2759 Daumen nach oben. Dann bin ich mal gespannt, wie gut es wirklich ist. Ob es sich auch wirklich lohnt, dieses Level nochmal zu spielen. Ich hoffe es einfach mal. Naja, wir probieren es auf jeden Fall. Wir riskieren es. Vielleicht haben wir ja Glück und unterstützen nicht. Aber wie gesagt, das ist echt das erste Toybox-Level gewesen, was abgestürzt ist. Scheint nicht so häufig vorzukommen. Scheint doch einigermaßen programmiert zu sein. Ich weiß auch nicht, warum es da abgestürzt ist. Keine Ahnung. Passiert halt ab und zu leider mal. Naja, aber dann machen wir halt ein anderes Level. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspielern. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!